Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich stehe hier in St. Anton an der Waluga oben. Morgen ist der weiße Rausch. Ich bin heute schon ein paar Mal Probe gefahren und ja, werde euch morgen auch zum Rennen mitnehmen. Ich hoffe, ich verkacke nicht komplett. Ich habe ganz gute Chancen, das weiß ich aus der Vergangenheit. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das so aussieht. Also ich bin wirklich ganz schön aufgeregt. Da geht es ja ordentlich weit den Berg runter. Also erstmal fährt man so, ich weiß nicht, wie lange das ist, 30 Sekunden oder so. Vollgas, Schuss, hier das Tal runter. Dann muss man hochlaufen, so schnell man kann. Gleichzeitig mit noch ein bisschen Kräfte sparen für die lange Abfahrt dann danach. Und dann geht es noch so ungefähr 1300 Höhenmeter am Stück über Matschbuckel runter. Also das fordert schon ganz schön und das taugt mir natürlich, weil ja, Kraft habe ich eigentlich. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich noch ja, verrückt genug bin, weil mittlerweile bin ich nicht mehr die Allerjüngste. Und ich bin overall zweimal Zweite geworden und einmal Erste. Und ja, mal sehen, was diesmal so geht. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Hoffnung ist natürlich groß. Ich habe aber auch echt Bammel. Und ich habe noch nicht geschaut, wer dabei ist bei den Frauen. Aber darauf kommt es auch nicht an, sondern es kommt darauf an, einfach ein gutes Rennen zu fahren und viel Spaß zu haben. Und ja, sich selber zu fordern, finde ich. Das sind meine Ski, die sind über 2 Meter lang. Rosignol Super Ski, Diamond Ski. Ja, auch das. So ein bisschen aufregend einfach, alles in allem. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das alles abläuft. Also hier oben in diesem Rondell, da stehen nachher, also nachher morgen, die ganzen Starter. Es sind 3 Startgruppen aufgeteilt. In Summe sind es ungefähr 555 Starter. Und hier geht es dann eben Vollgas, Schuss runter. Die Strecke blende ich euch dann wirklich vom Rennen aus ein. Da müssen wir jetzt nicht fahren und so tun, als ob, weil ich halt eben mit der Insta360 Go 2, die ist sehr klein, da habe ich nicht so viel Angst, dass irgendwas passiert, morgen am Start sein und euch einfach zeigen, wie die Stimmung ist. Und jetzt einfach nur vorab so ein bisschen erklären, wo was ist und wie das so aussieht. Kommt man dann beim Schussfahren an und ja, dann heißt Ski ausziehen, so schnell wie möglich hier diesen Hang hochlaufen. Und der ist steiler und länger, als man denkt. Die schnellsten Männer, die skaten. Bei den Frauen hat bis jetzt noch nie eine geskatet. Ja klar, irgendwann ist vielleicht mal das erste Mal. Ich schaff's leider nicht, hab schon probiert. Und ich hoffe, dass diesmal wieder keine dabei ist, die skatet. Und ja, ich somit trotzdem gute Chancen habe. Und dann heißt eben hier möglichst schnell hoch, aber gleichzeitig so viel Energie sparen, dass man den Rest der Strecke noch gut absolvieren kann. Also hier kommt man quasi durchgeschossen und hier geht es dann hoch. Dann hat man wieder angeschnallt und es geht hier weiter. Da wird es gleich sehr, sehr steil. Oder sehr, sehr steil, aber halt geht gleich ganz ordentlich los dafür, dass man ja dann eh schon ein bisschen mitgenommen ist. Und hier, das ist eben der Film, der weiße Rausch. Der wurde 1931 hier in St. Anton gedreht. Und daraufhin gibt es das Rennen eben. Ja, es geht von 2657 auf 1306, also ca. 1300 Höhenmeter Abfahrt schon. Ja, das ist dann eben die Strecke, die direkt nach dem Hochlaufen kommt. Und da wäre es nicht schlecht, wenn man einfach Schuss fährt. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Danach kommt dann hier ein schieres Schussstück, wo man gut in der Hocke bleiben sollte, damit man Schwung behält. Ich bin jetzt nicht Schuss gefahren, also nicht Rennhockey, deswegen bin ich entsprechend langsam jetzt hier. Das ist jetzt dann wohl eine der anstrengendsten Passagen, außer das Hochlaufen, nämlich die Kandahar. Und ja, mal sehen, wie viele Buckel das da morgen so haben wird. Heute ist es relativ eben. Also da geht quasi einfach ein Segment jetzt über die schwarze Piste, direkt über die Kandahar. Und da kann es dann wirklich sein, dass es morgen Nachmittag richtig krasse Buckel hat. Teilweise war die ungelogen schon so hüfthoch. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass man relativ viel Schuss fahren könnte, was es wiederum ja, gruseliger macht. Und das ist dann hier der Zielbereich. Morgen wird spannend und das ist auch ein Teilnehmer. Wer bist du denn? Ich bin Andreas. Wie oft warst du schon dabei? Das vierte Mal mache ich jetzt mit. Genau gleich wie ich. Drückt uns die Daumen. Ja. Jetzt ist es soweit, Startnummernausgabe. Es wird ganz doll ernster. Guten Morgen, heute ist
weißer Rauschtag. Ich werde schon mit Frühstück versorgt, voll gut. Und was wir euch unbedingt noch zeigen müssen, ist unser Haushühnchen. Tada! Das feiern wir beide sehr. Genau, und hier wohnen wir übrigens. Ich habe schon alles verchaost vor lauter Zeugs. Und Schlafzimmer. Alp Tirol heißt es hier. Und ja, Apartment war Vanessas Idee, ist voll super. Ich bin auch schon mit Abendessen verköstigt worden, aber natürlich zu doof, es euch zu zeigen. Passiert. Die Aufregung ist einfach zu groß. Und jetzt heißt es warten, 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 weil der Start ist ja erst um 5:30. So, jetzt ist Renntag. Eine Stunde oder so vor Start, eineinhalb. Die Schnellen haben ihre Ski schon da liegen und das sind auch schon die ersten Kämpfe. Sieht man jetzt, wo zumindest gedanklich es schnell ist. Da liegen schon Ski dort. Und ja, werden wir sehen, wie es so aufgeht. Ich muss noch zwei Startgruppen abwarten und dann hoffentlich schnell genug den Ski hinlegen. Hier oben ist noch mehr wuseliges Treiben. Und die Aufregung ist auch schon ein bisschen spürbar. Natürlich auch, aber ich schaue jetzt mal rein, weil mir ist zu kalt. Und hier ist noch ein ganzer Haufen Teilnehmer, die machen sich's noch relativ gemütlich. 15 Minuten noch bis zum Start von den Männern. Und jetzt ist es schon ganz schön voll geworden. Unten seht ihr jetzt auch, dass langsam die Ski alle liegen. Oh, hoffentlich liegen meine auch noch. Also die stehen natürlich nicht am Start direkt, aber daneben. Werden wir jetzt gleich mal abchecken. Und oh ja, diesmal ist es noch krasser wie sonst, dass es sich einfach auf die Seiten verteilt. Macht sich schon bereit, es sind noch gute 10 Minuten bevor es losgeht. 50 um 17 Uhr geht dann runter. Alles Gute. Der hat dich. Jetzt geht's los. Die letzten Momente. Eine Minute bis zum Start. One minute left. Und los geht's! Das war der Startschuss zum 23. Massenlauf 2022! Und das letzte Hindernis für Dieter Bischoff Österreich! Austria! Und er wird sich das vermutlich nicht mehr nehmen lassen! Wie oft warst du dabei? Ich glaube 21. 21 Mal. Nur zweimal nicht. Wahnsinn. Ja. Und du, wie oft warst du? Neunmal. Respekt. Ich habe den Namen fix. Zum letzten Mal, der Blick der Konferenz gibt diese einzigartige Staatsschulverkündung zum letzten Mal. Gänsehaut-Feeling. Wir haben den finalen Funkspruch gerade bekommen von der Rennleitung. Der weiße Rausch 2022 und die dritte Startergruppe. Eine Minute bis zum Start. One minute left. Thank you.
Ich bin aufgeregt und dann war es so klar.